Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit Jeff und wir spielen gegen das Schweinchen, gegen Amanda. Alles klar, warum nicht? Kann man mal machen. Wir sind mit Jake unterwegs, der Beweise dich dabei hat. Wir haben die Verzerrung dabei, wir haben Zerlegen, wir schaffen das und Adrenalin. Und ich bin sehr gespannt. Amanda wird am Anfang garantiert angekrochen kommen. Gehe ich jetzt einfach mal fest von aus. Müssen wir nur hoffen, dass sie nicht aus dieser Richtung hier kommt. Oh, der Generator wird aber schnell durch sein, Leute. Darf nicht vergessen, einmal vorher kurz die Punkte einzusammeln. So. Und dann gehen wir mal ganz gemütlich hier weg. Das ging schnell. Noch nicht mal eine Minute zu dritt mit Beweise dich. Und jemand wurde geschlagen. Dann können wir ja an den nächsten Generator rangehen. Keine Ahnung, ob das Schweinchen noch Ruin dabei hat. Okay, du machst schon mal das eine Totem weg. Das finde ich gut. Totems machen, ja. Das ist immer eine gute Idee. Man weiß ja nie, was dem Killer noch am Ende der Runde so einfällt. Ach ja, ich habe ja noch Nöte dabei. Erstmal ein Totem entzünden und zack. Da liegen sie. Nee, nee. Da hast du auch keine Lust drauf, Nia, ne? Gut, dann ab an den Generator mit dir und die erste Person liegt am Boden. Ist übrigens ein Jake. Ich kam in die Lobby rein. Ich gehe davon aus, dass die beiden Jakes Premates sind, weil die halt identisch aussehen. Okay. Keine Ahnung, ob sie Barbecue dabei hat. Habe zumindest gerade kein Verzerren-Stack verloren. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich nicht nah genug dran gewesen wäre. Aber okay, die Nia wurde erwischt. Ja, der will nicht geheilt werden. Dann geh doch weg, du Stinker. So, da laufen sie. Palette wurde gezogen. Aber das Schweinchen macht sie nicht kaputt. Geht scheinbar außen rum. Ah, okay, die Palette liegt noch. Müssen wir uns schon mal merken. Oh, wow. What a waste. Sie zieht die Palette, steht aber auf der falschen Seite und wird dadurch umgeschlagen. Das, ja, kann man mal machen. Wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat. Oh, warte, sollte ich nicht machen. Nicht, dass sie hier gleich noch sucht oder so. Weil ich hab, wir schaffen das dabei. Der Typ hätte sich doch mal ganz geschmeidig von uns befummeln lassen können. Schleicht sie oder ist sie in die andere Richtung weg? Ich glaube, sie ist in die andere Richtung weg. Ja, sie hat schon wieder jemanden erwischt. Oh, da wird gut abgefarmt. Ich werde aber nicht getunnelt. Amanda. Du geile Sau. Okay, die nächste Person liegt. Und sie will. Nee, ich dachte, sie will den anderen auch noch sich holen. Ja, gut, irgendjemand muss ja am Generator arbeiten. Dann bin ich das wohl. Ich bleibe jetzt mal hier hinten. Um zu schauen, ob wir noch einen Verzerren-Stack bekommen. Ah, da kommt noch eine Falle auf den Kopf. Die Frage ist halt, warte ich jetzt ab? Mache ich irgendwie erstmal auf 99%, damit die Fallen nicht auslösen? Oder denke ich mir so, ach Wayne. Schweinchen geht in die andere Richtung weg und kriecht. Okay. So, ich würde dich gerne heilen. Bleib doch stehen. Dankeschön. Meine Güte. Habt ihr denn so eine Angst? Habt doch, wir schaffen das dabei. Guck mal, da vorne kommt sie angesneakt. Aber wir schaffen das trotzdem. Lauf. Wir sehen doch, dass du da schleichst. Deine Falle piept, du Idiot. Ach komm, das ist nicht ihr Ernst. Erstens bin ich weggerannt und zweitens seine Falle piept, der Idiot. Alles klar und das Schweinchen so wie, was, ist das nicht normal, dass hier irgendwas piept? Nein, Amanda, oh. Und ich beleidige den Jake nur als Idiot, ne? Und Amanda so, hold my beer. Herrlich. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Du hast direkt deine Falle abbekommen? Oh Gott, Jake, ich nehme alles zurück. Aber der Haarschnitt geht ja mal gar nicht, ja? Nimm dir mal ein Beispiel an mir, ey. Oh,
Ach komm. Oh! Alter Vater! Sie schlägt einfach daneben. Und ich mach nichts draus. Ach Mann, ey. Wer ist jetzt der Idiot? Sagt der Jake so. Ja, okay, Jake. Vielleicht ich ein bisschen. Aber sie hat, glaube ich, nicht gesehen, wo ich hingerannt bin. Aber ich glaube, der Killer ist noch nicht so lang dabei. Oder spielt nicht so häufig Killer, sagen wir es mal so. Ich lasse mich mal überraschen. Wir können ja mal am Ende, ihr seht das ja leider nicht, aber ich kann ja mal am Ende aufs Profil gehen und schauen, ob da irgendwas steht. Ah, sie müsste den Jake gesehen haben. Ich glaube, sie ist in die Hocke gegangen. Ich bleib mal hier. Von hier kann ich ganz gut sehen, da hinten rennt sie, ob sie wieder zurückkommt oder nicht. Sie kommt auch gerade übrigens wieder zurück. Okay, diesmal hat es auch geklappt. Und sie folgt dem Jake. Ah, shit! Oh Gott, jetzt verkacke ich das auch noch. Ja, aber sie... Doch, sie kommt zurück. Okay. Dann rennen wir mal los. Ah, sie kommt wirklich erst zu mir. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, die wird jetzt ganz geschmeidig. Nee, den Sprintboost, den will ich mir nicht nehmen lassen. Danke! Und dann suchen wir jetzt mal eine Möglichkeit zum Juken. Hier wäre was. Oh, okay. Hat sich erledigt. Sie hat sich den Jake gegeiert. So, Generator wurde fertiggestellt, der da hinten von uns auch schon bearbeitet wurde. Ich heile mich mal eben hoch. Wir haben ja auch noch Adrenalin. Dürfen wir nicht vergessen. Wir haben noch alle drei Verzerrungsstacks, aber sie hat ja offensichtlich sowieso Verzerren nicht dabei. Also sie hat kein Verzerren dabei. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar. Was sie eigentlich sagen wollte, sie hat wahrscheinlich kein Barbecue dabei. Und das konnten wir jetzt confirm. So, Leute, was sagt ihr? Nöd? Was macht der da oben eigentlich? Ist der AFK oder ist er einfach nur Deko? Ich würde gerne noch weitere... Da ist sie. Vielleicht kann ich sie ja mal jebaiten. Wie sie halt da campt und denkt so, ey, okay, cool, ich bleib jetzt einfach hier. Was soll schon passieren? Wir sehen dich, Amanda. Wir sehen dich. So, jetzt aber schnell. Einfach durchziehen jetzt. Der eine Typ ist einfach die ganze Zeit da oben. Ah ja, hier oben kann mir nichts passieren. Jetzt sehen wir ihn leider nicht mehr. So, dann rennen wir mal los. Hallo. So, ich glaube, da hinten dürfte doch eigentlich noch nicht so wirklich gejuked worden sein, oder? Wir befinden uns noch immer nicht in der Jagd, verrückt. Ist sie nochmal umgedreht? Ja. Die Umdrehkönigin. Ich nehme mir nochmal den Sprintboost. Danke. Hier ziehen wir direkt. Weil das einfach nur eine Verlängerung des Jukes quasi ist. Oh, fuck. Wuhu! Adrenalin! Versus Nöd. Yes. Komm, sie hat mich gesehen, naja. Ist sie schneller? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie hat es nicht nötig. Dann gehe ich weg. Kein Problem. Oh, da ist schon ein Ausgang offen. The fuck? Welcher? Weiß leider nicht, wo der zweite Ausgang ist. Der eine ist da. Kommt der Disconnect? Ja, da kommt der Disconnect. Alles klar. Da zieht das Schweinchen den Stecker. Naja. Okay, wir gucken aber gleich trotzdem mal.
Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass sie relativ häufig Killer spielt. Das ging manchmal ein bisschen zu leicht, obwohl ich auch manchmal mich hab zu leicht erwischen lassen. Aber hey, das ist ja dann die ausgleichende Gerechtigkeit. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich meine Daily Quest nicht fertig habe. Ich hätte nämlich durch den Ausgang rausrennen sollen. Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Ja, hat auch nur Überwachung dabei gehabt. Und kann man leider nicht sehen, das Profil. Kann man leider nicht sehen. Gut, wir werden es also nie erfahren. Hier, der andere hat auch nur die städtische Umgehung dabei gehabt. Interessant. 100% Blutpunkte Offering hat sich ausgezahlt. Ja, aber der gute Jeff ist leider nicht durchs Ausgangstor ausgegangen. Und dementsprechend hat der liebe Grants seine Daily nicht fertig gemacht. Schade. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht ihr euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.